Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop Oktober 2020 für den Aszendenten Krebs. Ja, natürlich macht es Sinn am Anfang, dass du erstmal deinen Aszendenten kennst, um dir das richtige Horoskop anzuschauen. Ist das noch nicht der Fall, dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir gratis selbst errechnen kannst. Des Weiteren möchte ich dich gleich am Anfang herzlich einladen. Melde dich an für den Zukunftsblick für die fünftägige Erforschungsreise, die von Gerhard Feiner, meinem Ehemann und Kollegen, durchgeführt wird und die bereits am 14. Oktober starten wird. Zusätzlich zu den Erkenntnissen, die du dort gewinnen wirst, die du dir selbst erarbeiten wirst anhand Gerhards Anleitungen, hast du auch noch die Chance, einen kostenfreien Zugang zur vedischen Astrologie-Online-Schule zu gewinnen. Die Anmeldung, du siehst hier im Video, ja, den vedischen Astrologie-Blog und die Unterseite, wo du dich anmelden kannst, oder du klickst ebenfalls unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. Doch jetzt erstmal zurück zu deinem Monatshoroskop. Und da möchte ich mit der Venus beginnen. Die Venus ist fast den ganzen Monat über, sprich ab dem 3. Oktober bis zum 28. Oktober im Zeichen Jungfrau und damit bei dir im 3. Haus. Das bedeutet eine bessere oder gute Beziehung mit jüngeren Geschwistern, mit Nachbarn, Menschen aus deiner näheren Umgebung. Es kann Kurzreisen mit sich bringen und vor allen Dingen kannst du mit viel Freude, mit viel Liebe, mit viel Hingabe dich deinen Fertigkeiten widmen. Kannst zum Beispiel auch tanzen, wenn das ein privates Hobby von dir ist. Also deine privaten Interessen, deine Hobbys machen dir jetzt besonders viel Freude und so macht es auch Sinn, dass du ihnen jetzt genügend Raum gibst in diesem Monat. Denn natürlich sollte die Freude auch bei allen anderen Herausforderungen, die sich in einem Monat zeigen, immer ein Bestandteil sein, mit dabei sein. Denn dadurch wird ja auch die Waage ausgeglichen. Auf der einen Seite gibt es Herausforderungen, auf der anderen Seite gibt es Dinge und Bereiche, die wir gerne tun, die wir lieben. Und so hält sich das Leben in einer gewissen Balance. Gut, dann komme ich zum 4. Haus. Im 4. Haus haben wir den Neumond. Der Neumond ist am 16. Oktober. Er wirkt einen Tag vorher und einen Tag danach. Das bedeutet, es wird dir hier etwas bewusst werden oder es wird einfach eine Zeit sein, wo du dich vielleicht wegen einer Thematik, die nicht so gut läuft, nicht so gut fühlst, denn das 4. Haus steht für deine Gefühle. Oder du hast dich um bestimmte Bedürfnisse nicht gut genug gekümmert. Das kann dir jetzt bewusst werden, sodass du das jetzt besser machen möchtest. Und um das besser machen zu können, wirst du aber auch etwas hergeben. Der Mond ist immer ein Geber, nur der Vollmond gibt so und gerne und offen. Und der Neumond für das, was er gibt, für das, was er bringt, musst du gleichzeitig an anderer Stelle etwas loslassen. Des Weiteren haben wir bei dir die Sonne im 4. Haus und zwar bis zum 22. Oktober. Das bedeutet, du wirst jetzt Eingebungen haben, Inspirationen, die dein 4. Haus betreffen. Das 4. Haus ist dein Zuhause. Es steht für Immobilien, es steht für die Mutter, es steht für deine wahren Bedürfnisse, Wünsche, für dein inneres Glück. Glück ist letztlich nur innen zu finden. Und die Sonne steht jedoch auch für deine Karriere, für deinen Beruf. Jetzt ist sie im Haus, was das Zuhause anzeigt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du von zu Hause aus arbeitest. Ja? Oder dass du an und für sich jetzt gar nicht so nach außen willst in den Beruf, sondern eigentlich mehr zu Hause sein möchtest, weil du jetzt mehr introvertiert bist, ein Stück weit in diesem Monat. Gleichzeitig erfordert die Sonne auch gewisse Opfer. Das bedeutet, es kann im Umgang mit der Mutter zu gewissen Opfern kommen, die du erbringen musst. Dein Zuhause kann dir aber auch gewisse Opfer abverlangen.
Oder auch der Neumond hat es ja ein Stück weit angezeigt. Wenn du jetzt bestimmte Bedürfnisse hast und du dir diese erfüllen willst, dann musst du auch dafür gewisse Opfer erbringen. Gut, dann kommen wir zu dem Merkur. Der Merkur ist im fünften Haus fast den ganzen Monat über. Am 15. Oktober wird er dann rückläufig, sodass er die letzten 3 Tage dann auch noch im vierten Haus wieder in der Waage ist. Doch die meiste Zeit ist er eben im fünften Haus. Das bedeutet, Merkur und das fünfte Haus haben ähnliche Bedeutungen. Das fünfte Haus und der Merkur stehen für Investitionen und Spekulationen. Also die können jetzt ein Thema sein bei dir, dass du investieren möchtest, dass du eventuell spekulieren möchtest. Das fünfte Haus steht aber auch für deine Talente, für deinen kreativen Ausdruck und der Merkur auch. Also eine gute Zeit. Die Venus im dritten Haus, dem Haus der Fertigkeiten und Hobbys, bringt das ja auch schon mit. Es ist wirklich ein guter Monat, wo du dich deinen Talenten widmen kannst, wo du dich einem kreativen Ausdruck widmen kannst, wie auch immer der bei dir aussehen mag, wo auch immer du ein Talent hast, ja. Aber es ist ein guter Monat, wo du hier deine Talente ausdrücken kannst. Der Merkur steht auch für Fairness, Rechtschaffenheit, Gleichbehandlung, Berechtigung, besser gesagt. Und so kannst du im Umgang mit Kindern, Kinder werden auch durch das fünfte Haus dargestellt, jetzt mehr auf eine gerechte Art und Weise umgehen, mehr auf eine faire Art und Weise, mehr auf eine freundschaftliche Art und Weise sozusagen. Und das fünfte Haus steht des Weiteren für spirituelle Praktiken. Der Merkur steht für Lernen. Vielleicht machst du einen Kurs bezüglich spiritueller Praktiken. Vielleicht sammelst du Informationen und forschst bezüglich spiritueller Praktiken. Aber natürlich auch bezüglich Investitionen oder Spekulationen, je nachdem, wie du dieses fünfte Haus jetzt ausleben möchtest. Der Merkur ist rückläufig ab Mitte des Monats. Das bedeutet, was sich in den Bereichen des fünften Hauses in den ersten 2 Wochen im Oktober zeigt, das wird dann weiter Thema bleiben. Es wird dann sozusagen nichts Neues mehr hier hinzukommen. Im sechsten Haus haben wir bei dir den Ketu, den Mondknoten. Ketu, Ketu möchte etwas auflösen, Ketu möchte etwas vollenden, Ketu möchte etwas zu einem Abschluss bringen. In welchen Bereichen? Bezüglich deiner täglichen Arbeit, bezüglich deiner Gesundheit, bezüglich Rechtsangelegenheiten. Das sechste Haus steht auch für Rechtsangelegenheiten oder auch im Umgang mit Kollegen oder Kolleginnen oder wenn du Vermieter bist, auch im Umgang mit Mietern. Das sind alles so Themen des sechsten Hauses. Und jetzt geht es darum, weil hier diese abschließende Energie wirkt, dass du alte Projekte in diesen Bereichen, in deiner täglichen Arbeit, bezüglich der Erfüllung deiner Pflichten, Themen, die mit deiner Gesundheit zu tun haben, wo du schon was angefangen hast, dass du das zu einem Ende bringst. Es geht jetzt nicht um neue Themen in diesen Bereichen, sondern darum, Altes abzuschließen oder, falls du das gar nicht mehr machen möchtest, dieses Projekt, es loszulassen. Ketu kann auch gewisse Überraschungen mit Gesundheit mit sich bringen und so macht es Sinn, dass du gut auf dich achtest, dass du ja vor allen Dingen auch dich bewegst und Sport treibst, denn der Ketu hat ähnliche Bedeutungen wie der Mars und der Mars steht für Sport und Bewegung und das tut jetzt deiner Gesundheit besonders gut. Im siebten Haus haben wir dann die beiden Lehrer. Das ist zum einen der Jupiter, das ist zum anderen der Saturn. Der Saturn, das ist die beste Position, Hausposition für ihn. Er steht auch in seinem eigenen Zeichen, das ist gut. Auf der anderen, also jetzt erstmal das Gute, bist du selbstständig, besitzt du mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen, dich deiner Selbstständigkeit zu widmen. Andererseits ist das siebte Haus auch das Haus der Beziehung, der Partnerschaft. Hier werden sich gewisse Fehler zeigen, Schwächen werden aufgedeckt werden, sodass du hoffentlich mit dem Jupiter darin auch aus diesen Schwächen zum Thema Beziehung oder Beziehungsfähigkeit lernst
oder einen höheren Sinn darin erkennst oder dich da auch tatsächlich weiterentwickelst. Der Jupiter ist schwach, der Saturn ist stark. Das bedeutet auch ein Stück weit, dass du ja die Beziehung eher als lähmend empfindest, wenn du in einer Partnerschaft bist, weniger Sinn erkennst und auch diese Leere, auch die Leere in einer Beziehung kann letztlich dazu führen, dass du motiviert bist, nach mehr Sinn, vor allen Dingen auch in der Partnerschaft zu suchen. Und da kommst du nicht drum rum, die Schwächen der Beziehung auch ganz klar und realistisch anzuschauen, als auch deine eigenen Schwächen im Umgang mit einer Beziehung. Bist du Single, ist das jetzt nicht unbedingt eine Zeit, wenn der trennende bzw. der verhindernde oder verzögernde Saturn im Beziehungshaus ist, um jemanden kennenzulernen. Doch noch einmal, bitte mit Vorsicht betrachten, das ist die allgemeine Deutung für jeden Aszendenten Krebs. Dein eigenes individuelles Horoskop kann das Ganze natürlich noch einmal völlig anders aussehen lassen. Und dafür gibt es ja dann ausführliche vedische Horoskope. Gut, dann komme ich zum 10. Haus. Im 10. Haus haben wir bei dir den Mars. Der Mars fühlt sich sehr gut im 10. Haus. Er fühlt sich auch gut im Zeichen Widder. Du hast jetzt ganz viel Energie. Ganz viel Fokus legst du jetzt auf deine Karriere, auf deinen Beruf. Wenn du in der Rente bist, dann willst du jetzt trotzdem etwas tun, einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, etwas reparieren, ein Problem dort lösen oder eben einfach dich einsetzen für deinen Beruf, für deine Karriere, dir dort Ziele verwirklichen, Probleme meistern, Hürden nehmen. Und das kannst du jetzt sehr gut mit dem Mars im 10. Haus. Mars bringt auch Konfliktpotenzial mit sich. Wen trifft es jetzt im Besonderen? Das ist ein Chef oder auch im Umgang mit Regierungsstellen kann es hier zu gewissen Auseinandersetzungen kommen, wenn du da nicht achtsam bist. Und im 12. Haus haben wir noch den Mondknoten Rahu. Der Rahu im 12. Haus verursacht in diesen Bereichen einen gewissen Stress, Unzufriedenheit oder auch eine gewisse Richtungslosigkeit. Das 12. Haus, die positiven Seiten sind Spiritualität, deine spirituelle Entwicklung, Meditation, ein gesunder Rückzug, um eben auch dir Zeit für Spiritualität zu nehmen. Und vielleicht bist du unzufrieden mit deinem spirituellen Weg. Es fällt dir schwer zu meditieren, weil Rahu ist mehr, ich sag mal, auf Weltliches aus, kann auch Gierthemen, Suchtthemen mit sich bringen, zwanghaftes Verhalten oder wo du an und für sich mehr, ja, entfliehen möchtest, ja, als wie dich deinen Pflichten und Aufgaben zu stellen. Der Rahu im 12. Haus kann die Lernaufgabe bei dir mit sich bringen, dass du jetzt lernst, mehr loszulassen. Loszulassen, ja. Du wirst nicht alles aus dir selbst heraus managen können. Mit Ketu im 6. Haus denkst du vielleicht, ja, es liegt nur an mir und ich muss nur entsprechend handeln und entsprechend mich anstrengen und so weiter und dann kriege ich schon die Ergebnisse, die ich haben möchte. Dem ist nicht ganz so. Und so wird dich jetzt Rahu ein Stück weit mit der Position im 12. Haus auch dazu bringen, die Lektion des Loslassens zu erlernen. Ansonsten steht der Rahu natürlich für das Ausland. Das 12. Haus steht für längere Aufenthalte in Übersee. Und so ist das, solange Rahu da drin sich befindet, auch eine gute Zeit, wo du darüber nachdenken kannst. Zum Beispiel zum Überwintern oder wenn du schon in Rente bist, kannst du dich ja auch eine längere Zeit in Übersee aufhalten, wenn du den Wunsch dazu verspürst. Und der Rahu in Haus 12 macht das auch möglich bei dir. Gut, jetzt bin ich am Ende angekommen. Möchte dich noch einmal herzlich einladen. Melde dich an für den Zukunftsblick, für die 5-tägige Erforschungsreise mit Gerhard Feiner, wo er dir zeigt, Schritt für Schritt, wie auch du stufenweise, teilweise deine Zukunft entschlüsseln kannst. Und du hast zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Preise zu gewinnen in Form von einem kostenfreien Zugang zur vedischen Astrologie-Online-Schule.
Du siehst hier im Video die Webseite, unter der du dich anmelden kannst, oder du klickst unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne, habe einen fantastischen Monat, viele Erkenntnisse beim Zukunftsblick, ja, und alles Liebe, alles Gute und auf bald!